Barcelona hat eine Menge interessanter Kurven und Abzweigungen. Das erfordert volle Konzentration. Barcelona, ESPN-Rennmeisterschaft, yeah. So, willkommen zurück, Tritt 2. Wie ich gerade schon vorgesungen habe, sind wir in der ESPN-Rennmeisterschaft. Haben noch zwei Eventrunden, jetzt einmal hier Barcelona und danach geht's nach Chicago. Und der von der macht mich echt wurschtig mit seiner Fahrweise. Jetzt bin ich Elfter geworden wegen dem. Aber naja, noch ist nicht aller Tage Abend. Auch wenn es hier gerade Abend oder Nacht ist. Wir haben immerhin drei Runden zu fahren und wir sind ja schon Fünfter. Klasse, der nächste ist auch nicht mehr weit. Wer ist denn der nächste? Fahr ich hier lang oder? Ist schon nicht. Oh, Alter, du Penis. Ich glaube, die ersten beiden sind Harrison und, wer ist der andere? Bruno Silva. Wer sonst? Hallo? Boah, ja, geil, oder? Das ist Platz 2. Kämpf weiter. Mach ich, Kumpels. Mach ich. Zwei Runden zu zweite fahren. Runde noch. Zwei Runden noch und zweite Runde, ja. Boah, mit dem Auto geht das so spielend hier. Also stellenweise. Gut, das war jetzt geschissen. Fuck. Hab es gemerkt, immer wenn ich sage, ey, jetzt geht ja mal mit dem Auto ganz gut, dann fahre ich irgendwo davor. Das ist, glaube ich, das Schicksal, was man sagt, ey, man soll es nicht übertreiben, mein Lieber. Aber ich dachte, ich wollte gerade überholen. War aber wahrscheinlich zu viel für mich. Da wollte ich zu viel. Auf einmal. Du musst deinen 5 Sekunden Vorsprung weiter ausbauen. Der Drittplatzierte kann dir noch gefährlich werden. No. Weder der Dritt- noch der Zweitplatzierte kann mir gefährlich werden. Höchstens mein Sonnenbrand auf der Nase. Da juckt nämlich ein bisschen. Sonnenbaden am See waren wir die letzten zwei Tage. Und einen halben Tag so in der Sonne liegen und im Wasser, oh ja, das hinterlässt Spuren. dritte Runde. Aber Barcelona geht hier auch gerade noch. Also ich habe schon Schlimmeres in Barcelona erlebt. Oh, das liegt wirklich am Auto, das weiß ich noch nicht so ganz. Ich glaube, es liegt echt am Auto. Den Bugatti sollte man sich echt vormerken, weil der geht echt gut. Du hast 5 Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Konzentrier dich und behaupte die Führung. So ganz ordentlich, oder? Ich habe es jetzt gerade gemacht. Ihr Muschis, ich hab's grad gemacht, ihr Muschis. Erster! Du bist in einer komfortablen Position. Wow, geil, oder? Gib weiter dein Bestes, dann kannst du den Titel holen. So, jetzt müsste eigentlich nur noch. Jetzt fehlt nur noch. Chicago! Ich dachte jetzt noch. Nein, ist gleich wurscht, was ich jetzt kriege. Nee, ist es nicht. Einer von den beiden, dann habe ich verloren, glaube ich. Ich weiß, oder? Kriegt man als 12. kriegt man keine Punkte mehr, oder? Chicago ist eine Reißbrettstadt. Jede Menge 90-Grad-Kurven erwarten dich. Es war immer deine Bestimmung, WSR-Champion zu werden. Ja. Lass sie jetzt Wirklichkeit werden. Meine Bestimmung war es, hier zu gewinnen.
somit auch die WSR zu gewinnen. Oh, wow, wow. Alter, Leute! Wow! Sorry! Verfahrst dich, du Lappen, du! Ja, wenn die ganzen Gegner nicht wären, würde mein Auto auch völlig anders aussehen, nämlich viel besser. Mach das gleich nochmal. Wow, Kumpel! Halt dich ein bisschen zurück, sonst hau ich dir auf deine hässliche, dumme Schnauze, wenn ich dich sehe. So, zwei noch vor mir. Wer sonst, wenn nicht Harrison und Bruno? Bruno ist diesmal nur Zweiter. Die wechseln sich also sozusagen immer ab. Jetzt bin ich allerdings Zweiter und jetzt kannst du mich mal dermaßen am Arsch lecken. Oh, lecco mio! Und jetzt gibt's eine 180-Grad-Kurve. Kann man die so nehmen? Nein, kann man nicht. Scheiße! Hä? Warum kann man die nicht so nehmen? Ich dachte, die kann man schön mit Drift nehmen hier. Ja, so oder so, irgendwie klappt das nicht. Du hast hier links vorne einen kleinen Reifenschaden eingefangen. Vermutlich wird es etwas schwieriger, das Auto gerade in der Spur zu halten. Ach du Scheiße! Oh ja, es wird schwieriger. Machen Räder Runde, mache ich irgendeine Scheiße, dass mein Auto echt aus wie Sau. 5 Sekunden vor Platz 3. Push weiter. Ich pushe doch. Wie weit soll ich noch pushen? Der Königsegg zieht halt echt davon. Aber dafür bremst er auch früher als ich. Na komm, überhol mich doch, hä? Du Schnarchtante, du kleiner Lappen! Du Lutschpuppe, du... Naja. Halt alles sowas, was man nicht sagt, aber doch so gerne denkt. Naja, einmal ganz davor, ist doch egal. Ein Auto sieht aus... Zum Glück sehe ich es aus dieser Perspektive nur von hinten. Wenn ich das jetzt so ansehen müsste, dann müsste ich echt heulen. Die Leistung sinkt etwas. Du hast dein Ziel erfüllt. Gut so. Ich habe ein Ziel erfüllt? Cool. Naja, ist doch ganz ordentlich, oder? Jetzt nochmal eine Minute lang Konzentration. Ach, so heißt es also. Konzentration. So bist du also konzentriert, wenn du irgendwo davor fährst oder was? Alter, kommt echt schon wieder, ne? Wir haben es bald geschafft. Nur noch einmal die 180-Grad-Kurve und dann müsste das, glaube ich, sogar im Großen und Ganzen gewesen sein. Ja. Ja. Ja.
Alter, leck. Du weißt, wen du gerade glücklich gemacht hast. Gewonnen und ein Ziel erfüllt. Sehr schön. Oh, ich hab gewonnen. Nicht zu fassen. Der größte Sieg aller Zeiten. Ich weiß nicht, wie du mit dem bevorstehenden Rummel als das Superstar stimmt. umgehen wirst, aber vergiss bitte deinen treuen Ingenieur nicht. Du hast es geschafft, Mann. Dankeschön, ich hab's geschafft, Alter. Du hast gar keine Bestenlist. Yeah, ich hab's geschafft. Geschafft, Alter! Boah, schön! Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich bin ehrlich gesagt jetzt schon ein bisschen traurig, das müsste jetzt... ja. Deine 52. Die 52. Folge sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Oder irre ich mich? Ne, die 53. Wenn man denkt, dass, wenn man bedenkt, dass es 53 Folgen sind, aber ich habe das Gefühl, als hätte ich gestern erst angefangen, damit es schnell, also so, dass die erste Folge wirklich erst vor 3 Stunden war oder so. Das hat echt Spaß gemacht. Das hat ein bisschen was weggelassen, was Teil 1 echt ausgemacht hat. Aber trotz dessen war es sehr gut. Grafisch top. Umfang war gut. Gut, ich bin jetzt halt wie gesagt schon vorbei, aber es sind trotzdem ein paar Stündchen gewesen. Jetzt kann ich noch den Multiplayer zocken. Und ich muss sagen, es rockt. Es rockt echt, ey. Da habe ich echt Bock drauf. Wer als Crit 3 kommt, kauft mir das auch wieder. Gut, die Story war jetzt ein bisschen, na, die war halt übelst austauschbar. Das könnte, ja, jede andere Story hätte auch dazu gepasst. Aber es hat halt doch ein bisschen motiviert. Du fängst halt so als Trainer niemand an und bist dann plötzlich der WSR-Champion. Natürlich nur, wenn du dich auch dementsprechend benimmst und anstellst, aber auf der Rennstrecke. Und ja, abwechslungsreich auf jeden Fall. Ordentliche Strecken, wo ich dachte teilweise, Mensch, das siehst du jetzt schon wieder, aber die Zeit ging doch schnell rum. Also man hat jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass man wirklich jedes Mal nur auf der gleichen Strecke fährt. Man fährt halt öfters mal in der gleichen Stadt oder im gleichen Bereich. Aber mit den unterschiedlichen Fahrzeugen ist auch jedes Mal wieder eine neue Herausforderung. So, da muss ich zugeben, dass die KI echt nicht schlecht ist. Allerdings ein bisschen sehr wenig Fehler gemacht hat und manchmal auch ein bisschen sehr komisch gefahren ist, wo ich nicht hinterhergekommen bin. Sind die halt wirklich mit 560 km/h weggefahren. Dann haben sie wieder halt 300 Meter vor der nächsten Kurve gebremst und so, wo ich sie locker überholen konnte. Ja, aber es ist in Ordnung gewesen. Für das Geld, muss ich sagen, haben sie es gut hingekriegt. War wieder mal ein schönes Rennspiel, muss ich echt sagen. Nach Crit 1 bin ich eigentlich sehr erfreut drüber. Und es kann eigentlich nur besser werden für Crit 3. Dann gibt es vielleicht wieder ein paar eine Ingame-Kamera, eine Innenperspektiven-Kamera. Ich meine, die gab es in Crit 1, jetzt gab es die ja nicht mehr, haben sie halt rausgenommen, weil es niemand gefahren ist in Crit 1. Muss ich zugeben, ist auch nicht so krass, aber der war zu cool, also das Auto auch mal von innen zu sehen. Und ja, haben sie gut hingekriegt. Bin ich echt schwer begeistert davon. Mein Lob an die Entwickler. Toby Moody war Toby Moody. Aha. Cool. Boah. Was gibt's noch zu sagen? Ich weiß es gar nicht. Ich bin so gerade so geflasht.
das letzte Event war auch mal richtig, richtig groß aufgezogen. Da hatte ich das Gefühl, dass wirklich 18.000 Milliarden Menschen zugucken. Aber gut, das hatte man in der letzten Saison auf jeden Fall gehabt, weil man auch so mehr nachts gefahren ist, dann war man ESPN am Start. Also da hattest du schon das Gefühl, dass du auch wichtig bist mittlerweile. Ja. Und ich würde sagen, top Spiel und ich denke mal, sehen uns im Multiplayer. Bis dahin, ich schaue mir auf jeden Fall noch den Abspann an und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi! Es war sehr schön, dass ihr zugeguckt habt, muss ich noch sagen, ja. Und ich hoffe, ihr teilt auch beim nächsten Mal wieder rein. Also, bis dahin, haut rein, liebe Freunde, und danke an die Publisher und die Entwickler. Gritzwo, top Game, kann ich euch nur empfehlen. Haut rein!